Entschuldigung, ich hatte eine Ente im Hals. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, Monkey X-Play. Ja. Wie ihr schon gemerkt habt, hatte ich eine Ente im Hals, woran das wohl liegen mag. Vielleicht an dem heutigen Spiel, was wir haben. Und zwar Donald Duck für den Game Gear. Der totale Titel ist mir jetzt entfallen, deswegen sage ich es nicht. Das war einer meiner ersten Spiele, die ich hatte. Ich hatte früher ein Game Gear, vielleicht erinnern sich die Leute dran, der Mitte 30er. Game Gear war so der Kontrahent zum Game Boy, beziehungsweise er kam vor dem Game Boy raus, hatte schon Farbe, wohingegen der Game Boy im Schwarz-Weiß und Pixel verkackte, egal, war. Das Ding war einfach genial. Es war meine Lieblingskonsole zu der Zeit, mit so 4 Jahren. Rechnet aus, wie alt ich bin. Genau, 60. Und das Spiel hat mich so gefesselt, dass ich es, glaube ich, 3 oder 4 Mal, 5 Mal, ich weiß nicht, ich habe es immer durchgespielt. Weil früher waren die Spiele einfach, hast keinen Speicherpunkt gehabt, du musst einfach durch. Hatte sein Leben. Jedenfalls habe ich es gemacht und mir ist gerade eingefallen, ach, ich habe Let's Plays, warum mache ich denn nicht ein Let's Play von meinem allerersten Spiel? Oder einer meiner ersten Spiele? Ja, warum nicht? Ich mach's einfach mal. Von daher habe ich mir einen Emulator besorgt aus verschiedenen Quellen und die ROM aus legalen Quellen und zeige euch jetzt mal einer meiner ersten Spiele und zwar Donald Duck für den Game Gear. Ich sag erstmal viel Spaß beim Intro und ich freue mich. Das nenne ich mein Intro noch mit Liebe gezeichnet. Nicht so heute wie die ganzen computeranimierten, vorgefertigten Rendergrafiken. Naja, also das Spiel heißt in Englisch The Lucky Dime Caper, starring Donald Duck. Ja, wie gesehen habt, die Story ganz einfach. Die Story ganz einfach. Nicht Start drücken hier. Kann ich auch mit meinem Controller spielen? Ich hoffe mal. Egal. Ganz einfach. Die Tick-Trick und Track haben Ferien? Nein, haben Geburtstag. Und wollen natürlich was haben. Kriegen dann vom Onkel was Schönes geschenkt? Was? Natürlich Pennies. Jeder ein. Und mit der Hintergrundgeschichte, dass der Dagobert natürlich ja, mit einem Penny reich geworden ist. So, heutzutage schafft man natürlich nicht. Aber früher jedenfalls, wisst ihr, vom Tellerwäscher zum Millionär. Was natürlich nicht mehr möglich ist bei dem ganzen Müll heutzutage. Jedenfalls war's das und wurde dann entführt von der Hexe. Wie hieß die nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, und jetzt muss der liebe, werte Donald Duck, wie wir die Engländer so schön sagen, Donald Duck, die drei retten. Und die Pennies natürlich auch. Damit fängt's an und damit endet es auch, indem man es gerettet hat. So, ich würde das Spiel als Half-Blind bezeichnen. Da ich selber es lange Zeit nicht gespielt habe. Es ist 20 Jahre her. Gute, nein.
sagen wir 19, 17 Jahre her, wo ich das letzte Mal gespielt habe und von daher ist es nicht mehr in meinem Gedächtnis oder sonst was. Von daher würde ich auch sagen, ich kenn's nicht mehr. Deswegen Half-Blind so ein... Ja, das war jetzt sein. Wie geht's nochmal? Warte mal. Aha, okay. Whoop. Raufspringen, gut. Das kann ich auch noch. Rauf, rauf. Rauf, rauf, rauf. Mich kann man nicht so leicht. Hahaha. Wo sind denn die Tasten hier stehen? Okay. So springen wir, ja? So. Gut. Spring, Donald, spring. Nein! Egal. Ich hätte auch springen sollen, aber ich habe es natürlich nicht gemacht. Ich bin ganz schlecht. Ich würde am liebsten mit einem Controller spielen, aber das funktioniert gerade bei diesem Emulator nicht. Ich habe es jedenfalls noch nicht ausprobiert. Ich wollte euch natürlich nicht die Zeit stehlen, deswegen habe ich es auch gelassen. Wow. Wow. Aha. Da ist ein Blatt. Aha, ich habe ein Leben bekommen. Kein Leben mehr bekommen. Scheiße, aber auch. Egal. Weiter geht's. Wir haben noch etwas Zeit, um euch das Spiel nahe zu bringen. Und hauen wir mal auf den Pilz. Wir rauchen keine Pilze, wir hauen einfach mal drauf. Wir sind mal ganz, ganz, ganz frech und sagen den Drogen mal nein. Das mögen die Pilze natürlich nicht und die Spinne es gar nicht. Aber wir wollen natürlich hier gesund bleiben. Von daher, Drogen nein, Haschisch ja. So, springen wir mal hier rüber. Oh, verdammte Hundewurst. Das ist super. Jetzt hab ich, ach, Mist. Aber auch Mist, aber auch, würde ich sagen. Einfach mal durchrennen. Hab Spaß dran. Ich muss euch ehrlich sagen, die Spiele heutzutage sind wirklich darauf ach, du Hundefurz, ey. Jump Runs sind überhaupt nichts für mich, weil ich immer so auch bei... Ah, du Hund! Deswegen, weil ich immer zu weit sprinne, zu weit renne, zu weit springe oder sonst was und ich verkacke jedes Mal. Früher war es besser, hatte man noch Motorik als Kind. Heutzutage hat man noch Blähungen als Mann. So. So weiter. Schlagen wir mal kaputt. So, ich bin immer ganz schnell... Ach, Mist! Ich will mit Controller spielen, Mann! Kann ich mit Controller spielen? Ich will mit Controller spielen. Kann ich gar nichts machen hier. Ach, Mist. Egal, gucken wir gleich. Beim nächsten Let's Play sehe ich auf alle Fälle, wie man Controller spielen kann. Ach, Mist. So, zack. So, weiter geht's. Ein Diamanten wieder. Da waren wir schon, aber egal. Das ist ja wurscht. Und das ist nicht wurscht. Na. Komm, jetzt schaffe ich es aber. So, mal mit Konzentration hier. Alles fein. Alles fein. Ah, nein, komm mal, meiner. Genau. Zack, zack. Hauer, Bauer. Hauer, Bauer. Ich hatte mal auf dem Gameboy so ein Spider-Man-Spiel. Ich habe keine Ahnung. Es war richtig scheiße. Ich hab geschlagen, du Mumu. Naja, die Zeit ist um, würde ich mal sagen, ne? Das ist Donald Duck. Ich werde es natürlich weiterspielen, denn es ist ein alter Klassiker. Und für ein Game Gear, super Konsole. Ich liebe das Spiel, ihr werdet es auch lieben und werdet es wahrscheinlich mehr lieben als ich jetzt im Moment, weil ich die ganze Zeit sterbe. Egal, ihr werdet wahrscheinlich lachen, ist der schlecht und so weiter. Bis zum nächsten Mal mit Donald Duck oder beziehungsweise mit The Lucky Dime Caper with Donald Duck.